Scheiße, es ist schon der 1. März. Kaltstart. Hey Leute, und damit willkommen zu einem weiteren Motovlog. Die Saison ist wieder gestartet, Leute. Es regnet, es ist kalt, es ist mir scheißegal, ich fahr trotzdem. So, jetzt der erste Stopp. Wie beim Anfang von jeder Saison. Jetzt geht's erstmal zur Tankstelle. Luftdruck überprüfen und so. Ist immer ganz wichtig. Über den Winter kann es immer sein, dass da ein bisschen wenig Luft auf dem Reifen ist. Und das wollen wir ja nicht, ne? Deswegen beugen wir dem gleich vor und gehen sofort zur Tanke und machen Luft drauf. Boah, das ist wieder so ein schönes Gefühl, auf dieser Maschine sitzen zu können. Ah, das ist... Es gibt nichts Geileres auf der Welt. Oh mein Gott, ey, ist das geil. Und ich habe jetzt übrigens ein neues Mikro, für die, die es auf Instagram nicht gesehen haben. Ich habe keine Ahnung, wie die Sprachquali ist. Ich habe jetzt keine Testfahrt oder so gemacht. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die akzeptabel ist. Ich hoffe es. Ansonsten wäre das ein bisschen scheiße, wenn das die erste Fahrt 2017 so richtig scheiß Quali hätte. Das könnte ich nicht verantworten. Also ist ja nicht so geil. Oh, das ist so geil, Mann! Dieser Sound wieder! Oh! Göttlich, Leute, göttlich ist das! Zwar regnet es, ihr werdet wahrscheinlich den ein oder anderen Tropfen auf der Linse sehen, dieses Video. Aber es juckt mich einfach nicht, wisst ihr? Es juckt mich einfach nicht. Alter, ist das geil. Meine Fresse, habe ich mich darauf gefreut, wieder fahren zu können. Ey, das ist so geil. Dieser Regen, ne, der macht mir die Freude einfach mal nicht kaputt heute. Heute ist mein Tag. Heute ist mein Tag, Mädels. Ja, Mann, wie geil. Ist der Motor kalt? Gib ihm 8,5. So hab ich's gelernt. Aber heute ganz sachte angehen lassen. Keine waghalsigen Manöver, es regnet, es rutschig wie Sau. Einfach nur ein bisschen fahren. Ein bisschen fahren, ein bisschen fahren. Das macht Spaß, das macht Spaß. Und an dieser Stelle grüße ich alle, die jetzt noch nicht die Gelegenheit haben zu fahren mit ihrem April-Kennzeichen oder so. Grüße gehen raus. Und an meine Schwester, die erst im Mai fahren darf. Grüße gehen raus. So, da haben wir noch eine Tankstelle. Da werden wir doch gleich mal anhalten. Und schauen, wie der Luftdruck so ist bei meinem Baby. Na, da, 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 da. Map. Blinker aus. Und bam. Oh, ist das geil. So. So, 2-2. Mach ich 2. Ah, so, passt. Perfekt. So lob ich mir das. Luft ist wieder drauf. Alle, wir sind wieder glücklich. Außer mein Motorrad. Das ist nass. Weiter geht's. Boah, geil.
Geil. Geil, geil, geil. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe mir den Spiegel noch gar nicht eingestellt. So geht das. Na Leute, durch die Waschstraße. Wie sieht's aus? Lauf, lauf, lauf! Sonst überfahre ich dich! Aggressiv! Nee, wär's jetzt trocken, würde ich überholen, aber. Nee, nicht bei dem Regen. Nicht bei dem Regen, Mädels. Wuhu! Aber windig ist es auch noch heute. Hier auf der offenen Fläche bekommt man so viel Wind ab, ey. Junge, Junge. Ich hoffe, das hört man nicht so derb in den Aufnahmen, dass Wind des Todes herrscht. Keine Ahnung, wie das Mikro jetzt so ist, ne? Wie das Wind. Wow, Alter! Einmal mal den Splash des Todes in die Fresse bekommen von dem LKW. Lecker! Also, es tut mir echt leid, wenn hier irgendwie Wind in der Aufnahme ist oder Regen auf der Linse. Ich gebe mein Bestes, ich wische alle paar Minuten oder paar Sekunden, wische ich einmal über die Linse, aber es bringt nichts. Wenn da die ganze Zeit Regen drauf ballert. Tut mir leid, Leute, sorry! Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich meine Lederkombi erstmal zum Trocknen aufhängen darf heute, wenn ich wieder da bin. Ich kann erstmal eine Nacht über Reizung verbringen. Vielleicht ist sie dann trocken. Und Samstag bzw. Freitag geht es ja schon los. Freitag fahre ich zu meiner Freundin und Samstag geht es dann auf die Dortmunder Motorradmesse. Also Samstag, diesen Samstag, sag ich mal, keine Ahnung, wann das Video hochkommt. Ob ich das heute direkt noch hochlade oder beziehungsweise fertig bekomme oder ob das erst Donnerstag oder Freitag kommt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Samstag bin ich auf der Motorradmesse in Dortmund. Und vielleicht treffe ich ja den einen oder anderen da. Wäre schon geil. Und für Samstag ist auch gutes Wetter angesagt. Also Samstag wird gesagt, laut Wetter-App iPhone, ne? Jeder weiß, wie zuverlässig die Wetter-App vom iPhone ist. Laut der App wird gesagt 12 Grad und ab und dann mal Sonne. Lass ich mich mal überraschen. Bei meinem Glück Regen, minus 12 Grad und die Welt geht unter, keine Ahnung. Boah, ey, die ganzen Winterfrustrationen sind jetzt alle weg, mit einer Fahrt bei Regen, bei Pisswetter. Ich bin komplett nass, aber die ganzen Frustrationen vom Winter sind auf einmal wie weggeblasen. Die gute Laune ist wieder da und die Videos kommen wieder. Aber ich weiß jetzt noch nicht genau, wie viele, also ich mach mir da jetzt keinen Plan, so wie letztes Jahr, dass ich irgendwie feste Tage habe, wo Videos kommen. Ich mach einfach wie die Videos fertig sind. Ich glaube, ich fahre jetzt erstmal nach Meckes. Ich habe heute noch nichts gegessen. Und das wird ja erstmal langsam Zeit. Fahre ich mal da direkt hier auf diesen Motorradparkplatz, diesen wunderschönen. Und natürlich wie so ein Hurensohn stelle ich mich hier hin. Bam! So kennt man den ja, Marco. Oh, der Sound ist weg. Der Sound ist weg. Alter, Lucille ist nass. Nein. Psst. Die Leute denken, ich bin behindert. Okay, dann geht's jetzt ab rein. Wir sehen uns gleich, wenn ich fertig bin, Leute. So Leute, ich bin wieder da. Lecker gegessen. Vierer Chicken Nuggets natürlich, ne? Aber mir ist gerade aufgefallen, es hat aufgehört zu regnen. Es ist nur noch nass, aber es hat aufgehört zu regnen. Das ist natürlich sehr geil. Das ist sehr geil. Und jetzt immer
der Sonne hinterher, beziehungsweise nicht dahin, wo es grau ist. Da auf jeden Fall nicht hin. Alter, geil. Miau, miau, miau. Deswegen werde ich jetzt zusehen, dass ich nicht da vorne hinfahre, da sieht es ziemlich grau aus, sondern einmal drehen hier schön. Oh, ich merke richtig, wie rutschig die Straße ist. Hier, in die Richtung. Ja, da sieht es doch gleich besser aus. Also Leute, merkt euch das, wenn ihr fahrt bei so schlechtem Wetter, immer dahin fahren, wo die Wolken hell sind. Dunkle Wolken sind nie gut. Ja, guck mal, alle wollen dahin, wo es hell ist. Ja, wahrscheinlich. Ist das geil, ey. Endlich wieder Sound hören. Wenn man Corsa fährt, hört man halt nicht so einen geilen Sound. Ich habe mich schon immer jedes Mal aufgeregt, wenn geiles Wetter war und so hunderte Motorradfahrer direkt vor meiner Tür so hergefahren sind. Hab ich mich jedes Mal aufgeregt, ey. War vielleicht ein bisschen knapper als gedacht. Boah, jetzt sind da den Drecks-LKW, ey. Ja, ich hab zwar gesagt, ich fahre ein bisschen Piano, aber ich hasse es einfach hinter LKWs zu fahren. Nee, einfach nee. LKWs sind nichts Gutes. Guck mal, die Sonne kommt raus, Leute, die Sonne kommt raus. Jawohl, Schko. Ja, und das sieht teilweise sogar richtig gut aus. Hey, das ist ja Wahnsinn. Vielleicht trocknet die Straße ja sogar noch. Boah, ey, ist das schön. Ich hoffe, dass ihr kein Wasser die ganze Zeit auf den Sand. Ich habe es gerade ein bisschen vergessen wegzuwischen. Da muss man auch immer dran denken, wenn es so nass ist, dass man einmal so immer schön über der Linse wischt. Das vergisst man mal ganz schnell. Ich schau mal gleich noch, dass ich ein paar Bilder mache, ey. Jetzt, wo die Sonne rauskommt, kann man noch ein paar richtig geile Bilder machen von meinem nassen Baby. Das sieht da hinten ja nicht so geil aus. Das sieht ja aus, als würde ich jetzt... Guck dir mal da die Wolken an, guck dir mal da den freien Himmel an und da den freien Himmel an. Und ich fahre gerade genau in die dunklen scheiß Wolken rein. Hier war es doch gerade noch hell. So eine Scheiße. Ja, vielleicht ziehen die ja über mich hinweg, ohne zu regnen. Obwohl nass bin ich ja sowieso schon. Macht dann auch nicht mehr viel aus. Ich werde von irgendjemandem angerufen, scheiße. Ich merke mein Handy vibrieren wie sonst was. Ich werde mal zusehen, dass ich gleich irgendwo anhalte. Gucken, wer mich angerufen hat.
Oh, sieht gar nicht mal scheiße aus. Alter, guckt euch das an. Guckt euch das an, wie dreckig sie ist. Sie war komplett sauber und jetzt ist sie komplett dreckig. Oh Mann. Okay, Anruf von meiner Mutter. Alles klar. Fahr mich nicht um, lieber Bulli. Ich hab dir nichts getan. Puh. So, da hinten sieht's hell aus. Da scheint die Sonne durch. Da sieht's hell aus. Aber da habe ich keinen Bock hinzufahren. Und da auch nicht. Ich fahr nach da. Auf geht's. Heute bei Yamako, wie man Motorräder imitieren kann.